Die Insider, die spannendsten Journalisten des Landes, diskutieren die Themen des Tages. Die Insider, kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider, nur auf OE24TV. Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Damit ganz herzlich willkommen zu unserem Insider. Heute wieder mit Themen, die Sie bewegen. Und ich würde sagen, ich glaube, das wird mehr als spannend, auch mit unserer heutigen Talkrunde. Sehr schön, dass Sie da sind. Ich beginne mit Ihnen. Marta Bissmann, Politaktivistin. Grüß Gott. Grüß Gott. Sehr gerne. Und Axel Ganz, der Polit-PR-Experte. Grüß Gott. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben einige Themen, die hier auf der Liste stehen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit einer, die gerade Anfang der Woche wirklich für hohe Wellen geschlagen hat. Es ging um die Gehälter, allerdings nicht die der Bevölkerung, weil die könnten schon mal höher sein in der heutigen Zeit vielleicht, ja, sondern die der Politiker. Und da war die große Debatte, sollten sie tatsächlich um 10% steigen 2024? Wäre das möglich? Ja, nein, man hat es dann abgewendet noch mit einer Nulllohnrunde. Aber was sagen Sie? Vielleicht beginne ich mit Ihnen. Wie gerechtfertigt sind aktuell überhaupt die Gehälter, die Politiker? Ja, also ich würde da gerne weiter ausholen. Politikergehälter ist ein sehr sensibles Thema. Mhm. Und da gibt es, also ich war ja selbst zwei Jahre im Parlament und habe ein Politikergehalt bezogen und wurde regelmäßig angefeindet. Also sehr, sehr regelmäßig Nachrichten, die sehr negativ sind und sehr Neid, Hass und erfüllt und wirklich boshaft, die sich genau auf mein Gehalt bezogen haben, das ich damals bekommen habe. Und das ist zur Frage, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, Politikergehalt, also warum das so hohe Wellen schlägt, überhaupt das Thema ist, weil viele Menschen denken, Politikerinnen verdienen zu viel. Die Sache ist, das Problem ist, es gibt viele, viele, viele Berufe, wo Menschen mehr verdienen, die weniger Verantwortung haben. Wirtschaft, in der Wirtschaft vor allem. Die Sache ist nur die, da gibt es keine Lohntransparenz. Man kann in Österreich nicht nachschauen, was der Bankmanager von nebenan oder der aufstrebende Jungunternehmer verdient. Man kann nur nachschauen, was Politiker verdienen. Das ist der wirklich fast einzige Beruf, neben den Beamten natürlich, aber das ist dann nicht mit den Personen bezogen. Beamte sind weniger öffentlich. Man weiß, was Politiker verdienen, man weiß nicht, was Leute aus der Wirtschaft verdienen. Und deshalb ist es für Menschen schwer einzuschätzen, ist es viel, ist es wenig. Es ist natürlich ein sehr gutes Gehalt, das man bekommt. Und deswegen, ich möchte das Thema immer verbinden mit der Forderung zur Lohntransparenz. Warum? Die skandinavischen Länder schaffen das. Jedes einzelne Gehalt eines jeden einzelnen Schweden, einer jeden einzelnen Schwedin ist online einsichtbar gemacht. Und dass jetzt die Nulllohnrunde beschlossen wurde, finde ich sehr gut. Es beruhigt die Gemüter und gerade in Zeiten wie diesen der Teuerung ist es auf jeden Fall ein sehr gutes, anständiges Zeichen. Es beruhigt die Gemüter, kann man so sagen. Herbert Kickl sagt, na gut, mehr oder weniger, das war es noch nicht. Ja? Auch hier wird immer wieder geschossen. Und vielleicht auch ein Thema, warum natürlich gerade Politiker dann so in diesem Licht stehen, wie viel sie verdienen, weil sie doch irgendwie über das Leben der Menschen entscheiden. Was sagen Sie, wie gerechtfertigt sind die Gehälter? Also ich finde grundsätzlich, Politiker sollen gut verdienen, weil sonst geht keiner mehr in die Politik. Das muss man auch einmal ehrlich sagen. Weil wenn ich heute anschaue, es gehen ja nur Menschen mittlerweile hinein, die sich vielleicht finanziell verbessern werden oder dass sie vielleicht irgendwas bewirken wollen noch. Aber wir brauchen ja auch gute Leute in der Politik. Das ist einmal ganz wichtig. Es ist auch ein Korruptionsschutz. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja. Dass das jetzt alternativlos war, dass man natürlich diese Nullrunde eingeführt hat, ist klar. Das geht nicht anders. Ja. Aber grundsätzlich sollen Politiker anständig bezahlt werden. Und eins muss ich nur sagen, weil Sie gesagt haben, dass von Managern zum Beispiel die Gehälter nicht offengelegt werden. Oftmals müssen sie es im Rechenschaftsbericht oder im Jahresbericht eines Unternehmens müssen sie schon offengelegt werden von den Vorständen. Das heißt eigentlich, selbe Meinung, es ist eigentlich gerechtfertigt. Es steht natürlich viel mehr in der Diskussion, weil natürlich die Menschen sich wieder mit beschäftigen. Das heißt, die Nullrunde, aber auch von Ihrer Seite wahrscheinlich, war nicht anders machbar, oder? Ja. Also eine andere Möglichkeit gab es nicht, weil einfach die Bevölkerung geht nicht generell nicht gut gestimmt ist. Ich glaube, das ist auch wichtig. Na, vor allem in Zeiten wie diesen, wir müssen das gemeinsam schultern, die Teuerung. Und das ist sicher wichtig, auch, dass vielleicht auch die Bundesländer dann auch die Gehälter auch eine Nullrunde haben. Aber das ist natürlich vielleicht bei den Bürgermeistern, bei den Mitarbeitern in den Gemeinden und Gemeinderäten ist es vielleicht nicht so. Aber sonst würde ich es schon sehr gut finden, dass man einfach vorangeht und sagt, okay, gut, wir tun uns nicht die Taschen vollstopfen. Ja, gerade bei einer Gemeinderatsebene finde ich, dass es da gibt es oft Unterbezahlung. Es gibt so viele engagierte Gemeinderäte, die gerade jetzt in kleineren Gemeinden, ländlichen, die gerade mal eine Aufwandsentschädigung bekommen und sich aber wirklich mega, also richtig engagieren.
Also es gibt wahrscheinlich immer alle Seiten natürlich, wenn der normale Bürger hört, ich glaube, Bundespräsident verdient 26.000 im Monat, ja, 23.000 der Kanzler. Das sind natürlich Zahlen, wenn dann die Leute die eigene Gasrechnung nicht stemmen können, dass sie sich denken, das ist ein Wahnsinn. Ne? Und im Endeffekt die Inflation antreiben, sagen viele, das wäre ja noch schöner gewesen, hätten sie sich dann angepasst und genau, die Inflation auch noch mehr ausbezahlt. Ja, also das wäre ja dann überhaupt lustig gewesen. Also haben sie nicht machen können. Die nächste Frage, die im Raum steht, was ist normal, gab es schon vor 2 Wochen, haben Sie bestimmt mitbekommen. Wir bleiben damit auch schon beim Bundeskanzler. Denn er hat ein Video gepostet, wo er diese Frage in den Raum gestellt hat. Was ist normal, wer ist normal? Und was er als nicht normal empfunden hat, waren unter anderem Klimakleber, genauso wie islamistische Hassprediger und Rechtsextremisten. Und da war der Aufschrei groß, weil man das alles in einen Topf wirft. Vielleicht ganz kurz, was haben Sie zu dem Video gesagt, als Sie es gesehen haben? Ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, naja, ganz verstehe ich es nicht, weil ich auch selber nicht weiß, was normal ist, weil normal muss ja dann eine Einheitsmeinung sein. Das will ich nicht, dafür bin ich Demokrat, dass ich andere Meinungen auch akzeptiere. Was mir wichtig ist, nur dass man, und da verstehe ich den Bundeskanzler schon irgendwo in einer gewissen Weise, alles, was fundamentalistisch ist, ja, dass man das vielleicht nicht gut findet. Ja, da bin ich auch grundsätzlich d'accord, aber ich finde diese Normaldebatte eigentlich eher, ist ein bisschen verunglückt vielleicht in einer gewissen Weise, weil man auch nicht weiß, was wirklich, was ist dann normal, und ich will keine Einheitsmeinung haben. Ja. Und das kam aber ein bisschen so rüber, muss man sagen, bei einem Video. Also alles, was ein bisschen in eine andere Meinung geht, natürlich, ist dann eigentlich nicht mehr konform mit dem, was man auch gerne hätte. Was sagen Sie dazu? Was ist schon normal? Ich finde die Aussage sehr problematisch von Bundeskanzler Nehammer, dass er Klimakleber als nicht normal bezeichnet und in einen Topf wirft mit Extremisten jeder Form. Denn da geht es um eine Form von zivilen Ungehorsam, ein ganz wichtiger Bestandteil einer gesunden Demokratie. Und in Diktaturen, wo sich kaum Leute auf die Straße gehen trauen, da hat man diese Art von Normalität, dass kaum mehr was sagt, ja, weil man das halt mit Gewalt und einem totalitären System erzwingt. Abnormal finde ich in der Debatte, dass wir weiterhin ungehemmt, hemmungslos, grenzenlos fossile Energieträger aus der Erde buddeln, verbrennen und damit den Klimawandel weiter anheizen, obwohl es seit Jahrzehnten wissenschaftlichen Konsens gibt, dass das die Ursache der momentanen Ära ist, der rasant ansteigenden Erderhitzung. Und das ist abnormal. Und wenn dann die Jugend von heute, die stark politisiert, was ich ja super finde, die auf die Straße gehen und so sehr heftigen Maßnahmen, die sie ja selbst auch beschädigen, jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch in Form von Strafzahlungen, Inhaftierungen. Wenn sie zu solchen Maßnahmen greifen, heißt das nichts anderes, als dass alle anderen Möglichkeiten, die Politik zu bewegen, nicht genutzt haben, nicht ausgereicht haben und dann einfach ein krasseres, stärkeres Mittel genommen werden muss. Und da, finde ich, sollte man auf die Adressaten hinschauen, dieses zivilen Ungehorsams, nämlich die Politik. Und da finde ich halt bei Nehammer eine Partei wieder, die ÖVP, die vertritt halt Industrie- und Konzerninteressen, in deren Interesse es ist, das aktuell fossilbasierte Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten und weiterhin einfach so weiterzumachen wie immer. Wobei man dazu sagen muss, wenn dann aber Klimakleber nicht bei Gericht erscheinen in Stuttgart, glaube ich, war das, sondern lieber auf Bali auf Urlaub fliegen und dann auch der Pressesprecher dann dort sagt, naja, das ist ja privat und beruflich, muss man trennen, dann muss ich sagen, da fehlt mir schon jegliche Verständnis dafür, dass man sowas macht, ja. Das ist absoluter Blödsinn. Ja, und das, aber wegen einem die gesamte Bewegung zu verunglimpflichen würde. Aber das Wort radikal ist ja trotzdem vor ein bisschen rausgerutscht beim Thema. Ja, es ist radikal. Also, weil es ja doch auch radikal ist, muss man sagen. Es ist schon ein bisschen fundamentalistisch und radikal. Viele Bürger, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, kommen dann oft dazu, ne, verpassen Chemotherapien. Mhm. Ja, also es waren immer wieder viele Fälle. Der Rettungswagen, wo ein Mensch, glaube ich, mit einem Herzinfarkt drinnen gelegen ist und dann verstorben ist, warum auch immer, ob das jetzt dadurch die Verzögerung, damit man dann ins Krankenhaus gekommen wird, ob die Schuld daran war oder nicht. Aber grundsätzlich muss man sagen, da kann schon vieles passieren, was vielleicht dann mit dem Tod endet. Und dann muss man dann auch fragen, wer ist denn dafür auch dann verantwortlich und kann man die auch dann belangen? Ja, dass viel größere Sterben passiert, wenn wir den Klimawandel nicht einbremsen. Ich glaube, wir können ja eine ganze Stunde füllen mit dem Thema Klima. Die Aktionen werden immer bei der Rettungsnotstelle, bei der Leitstelle, werden die immer vorangekündigt. Ja, aber trotzdem muss ich irgendwo vielleicht bei 99 Mal dann das einmal, also bei 100 Mal 99 Mal.
aber das als Kollateralschaden abzutun, finde ich dann ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, ich glaube, wir driften ein bisschen ab. Ich verstehe absolut, ja, ein Riesenthema natürlich auch die Klimakleber, gerade weil Herr Nehammer das auch angekündigt hat. Kommen wir aber nochmal vielleicht zurück zur Frage, was ist schon normal? Und wenn man sich die Kommentare unter dem Video durchliest auf Social Media, da sieht man immer ein bisschen gut, wie ist gerade die Stimmung eigentlich, ja, wer traut sich was zu sagen, ist ja ganz lustig, wie oft geschrieben wird und die Regierung findet ihr Verhalten oft normal. Also was hier passiert ist auch in den letzten Jahren, was ist da schon wirklich normal? Was da auch manchmal an Korruption vorgeworfen wurde, was immer wieder eine Schlagzeile war. Wie sehen Sie das Ganze, wenn es ums Thema geht, überhaupt ein Politiker, der sagt, das sollte normal sein, aber vielleicht sollte mal von der eigenen Tür der eigenen Partei kehren, ja, absolut. Normal, leider ist es fast normal geworden, dass man in der Politik eine Art, also dass so dieses Korruptionsmethoden anwendet, jetzt nicht diese also klassische, es werden Gesetze gekauft, das auch indirekt, aber Österreich ist ein Politiksystem, das ist durchzogen von Seilschaften, Freundelwirtschaft, Postenschacher und das sind ja auch alles Formen von Korruption. Und das ist sowas wie normal geworden, weil die Bevölkerung abgestumpft ist, weil sich das einfach so etabliert hat in dem System. Und diesen Normalbegriff in der Politik müssen wir ganz dringend ändern. Und das passiert aber eh gerade, weil je mehr und mehr Korruptionsfälle in die Oberfläche kommen und vor Gericht landen, Kamersin, ehemalige Ministerin, gerade der aktuelle Fall, desto höher werden die Barrieren auch, die ganz individuellen, das zu praktizieren als Politikerin, als Politiker. Da verschieben sich so die Grenzen des Normalen. Das sehe ich gerade voll positiv. Wissen Sie das Ganze? Also ich glaube, man muss einmal eine Lanze auch für die ganze Beamtenschaft und auch für viele Politiker und natürlich auch für viele auch in Staatsunternehmen Mitarbeiter dort wirklich fällen, weil das sind wirklich tolle Mitarbeiter dann großteils auch da drinnen. Ja. Dass es vielleicht irgendwann mal einen faulen Fisch oder vielleicht einen faulen Apfel gibt, okay, das kann passieren, das ist vielleicht nicht okay, aber ich habe die Beamtenschaft so erlebt zum Beispiel, dass die höchst korrekt ist und dass es da überhaupt keine Seilschaften gegeben hat, sondern dass die wirklich höchst korrekt gearbeitet haben. Ja. Das muss man auch einmal dazu sagen. Die Beamtenschaft, ja. Aber dieser Postenschacher, der betrifft wirklich die höchsten Posten in Aufsichtsräten, ja, und wirklich dann trotzdem, Ministerebene, Abgeordnetenebene. Ja, aber trotzdem, auch wenn ich jetzt in einen Aufsichtsrat reinkomme, hafte ich irgendwo dann vielleicht möglicherweise auch mit meinem Privatvermögen drinnen. Also von dem muss ich auch dann relativ anständig und normal sein. Ganz kurz noch die Frage, wie glücklich oder zufrieden ist, glauben Sie, Ihrer Meinung nach aktuell die Bevölkerung mit der Regierung? Gar nicht, also sehr wenig, wie man es in den Umfragen immer sieht, auch bei OE24 natürlich, jeden Donnerstag, da sieht man, dass natürlich auch die Umfragen oder die Bevölkerung nicht zufrieden ist mit der Politik oder relativ wenig zufrieden. Und da muss sich die Politik natürlich auch ein bisschen was einfallen lassen, wie sie das wieder in den Griff bekommt. Und das kann thematisch sein, da müssen schauen, dass man die Teuerung irgendwie in den Griff bekommt und so weiter. Ja. Bringt natürlich einen Herrn sehr nach vorne, Herbert Kickl. Damit sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Thematik. Die große Kanzlerfrage steht natürlich im Raum und jetzt wird immer wieder diskutiert, wer könnte es denn eigentlich schaffen bei der nächsten Wahl. Herbert Kickl, sehr zugelegt, muss man sagen, mit der FPÖ. Wie sehen Sie das Ganze? Welche Chancen hätte er? Die ÖVP hat definitiv Angst vor einem Kanzlerkandidaten Herbert Kickl. Das sieht man an der aktuellen, an den aktuellen Konflikten, an den öffentlich ausgetragenen Schlagabtausch. Und da geht es meiner Meinung nach vor allem darum, dass unter Türkis ÖVP, Neue Volkspartei, unter Kanzler Sebastian Kurz, die ÖVP einen großen Zuwachs hatte aufgrund von FPÖ-Wählerströmen in Richtung ÖVP. Die ÖVP ist nach rechts gerückt, hat diese sogenannten geborgten Stimmen der FPÖ bekommen. 400.000, hat Herr Peter Filsmeier mal gesagt, sind das. Und jetzt geht es der ÖVP darum, diese Stimmen zu behalten und nicht zurückzuverlieren an die FPÖ. Und in dem Sinn ist es schon jetzt ein Vorwahlkampfmatch, wer ist der bessere rechtere Kanzler, im Sinne, also um diese geborgten Wählerstimmen damals unter Kanzler Kurz zu behalten. Und als linke Aktivistin freut man sich eigentlich, wenn zwei Rechte miteinander kämpfen. In dem Fall aber ist die Freude recht getrübt, weil es eben nur darum geht, zu beweisen, wer ist schlechtere Innenminister gewesen, aktuell Kahner, damals Kickl, wer ist der bessere Kanzler. Und da wird leider, also das wird nicht auf einem sehr hohen Niveau geführt, dieser Schlagabtausch. Da geht es nur darum, wer schafft es, mehr Ausländer draußen zu halten aus dem Land, wer schafft es, wirklich für den einfachen Mann da zu sein und auf dem Niveau. Also
Andererseits sind viele Themen, die ja die FPÖ anspricht, die ja tatsächlich aktuell sehr stimmig sind, oder? Die die Leute beschäftigen, wenn man in ein Kaffeehaus geht, darüber wird gesprochen. Das sind natürlich die Themen, wie geht es weiter in Österreich, wie sieht es aus überhaupt in Österreich? Das sind alles Dinge, und weil Sie haben gesagt, wenn zwei sich streiten, dann sieht man das eigentlich gerne. Jetzt ist das aber gar nicht so einfach gesagt, weil das heißt ja nicht, dass beide dadurch Stimmen verlieren. Es kann ja sogar auch Herbert Kickl noch mehr pushen, weil eigentlich ist er jetzt sehr im Gespräch, oder? Was sagen Sie dazu? Es gibt ja oftmals auch, dann hat man ja gesehen in der Historie auch, dass man dann, wenn sich zwei reiben aneinander, dass dann die anderen zerrieben werden daran. Ja? Und ich glaube, nach den derzeitigen Umfragen ist der Herbert Kickl klar Nummer eins. Wenn man sich jetzt anschaut, vielleicht in einem Jahr, wer weiß, was passiert, aber wenn das so bleibt, ist die Chance sehr, sehr groß, dass er Erster wird. Und ich gehe trotzdem davon aus, weil ich auch glaube, dass der Bundespräsident ein demokratischer Mensch ist, dass er dann natürlich auch Herbert Kickl einen Regierungsauftrag gibt oder Kickl auch Kanzler werden kann. Ob einem das gefällt oder nicht, ist ein anderes Kapitel. Aber er wird keinen Koalitionspartner finden. Ja, aber die Frage ist, wer kann noch heutzutage einen Koalitionspartner finden? Die ÖVP sagt, sie will mit Kickl und mit Babler nicht. Der Babler sagt, er will mit der ÖVP und mit Kickl nicht. Kickl sagt, okay, mir ist wurscht, ich mache vielleicht mit beiden, ja. Aber keiner will mit denen. Also von dem her gibt es eigentlich keine Variante und ich gehe davon aus. Es könnte einen lachenden Dritten geben. Wer wäre der? Babler. Weil er ist der Einzige, der es schafft, neben Kickl die einfachen Menschen anzusprechen. Und der macht wirklich Politik am Boden bei den Menschen. Also er ist sehr bürgernah. Babler hat natürlich innerparteilich auch noch ein paar Probleme drinnen, dass er nicht wie hundertprozentig unterstützt. Kickl hat auch innerparteiligen Probleme. Aber er hat die Burschenschaft nicht auf seiner Seite. Aber zumindest steht er bei 31%. Das muss man ihm lassen. Ja, deswegen wird gerade noch gekuscht, aber da ist keine Ruhe im Stall. Wenn ein Wahlerfolg da ist. Nein. Kommen wir vielleicht zur Oberfrage, gerade weil es viel um Diskutieren geht und natürlich, weil viel angesprochen wurde, der will eigentlich mit dem nicht in die Koalition, der will mit dem nicht zusammenarbeiten. Ist das das, was die Bevölkerung möchte? Nein, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Nein. Das ist eine Katastrophe. Selbst zerfleischen, dass man eigentlich sagt, mit dem möchte ich nicht. Der hat zwar so unglaublich viele Wählerstimmen, aber ich weigere mich, was ja auch gesagt wurde eigentlich bei Kickl, dass man nicht mit ihm zusammen dann arbeiten möchte. Ist das noch zeitgerecht, dass man das Nein, so sagt? Nein, überhaupt nicht. Im Endeffekt muss man heutzutage, wir sind alle in einer demokratischen Österreich leben wir und alle, die gewählt werden, sind demokratisch legitimiert und dann muss auch jeder mit jedem reden. Es kann sein, dass jemand mag oder nicht mag, ja, und vielleicht habe ich die Themen mehr mit dem zusammen, trifft mich oder habe ich mehr Übereinstimmungen mit dem einen als mit dem anderen, aber trotzdem muss ich dann ehrlicherweise sagen, ich muss mit allen reden. Und wenn es sich rechnerisch nicht anders ausgeht, muss man halt eine Koalition machen, egal ob man will oder nicht. Das letzte Mal war es auch keine Liebeshochzeit von ÖVP und Grünen, sondern die haben halt dann auch zusammengefunden, weil es halt woanders vielleicht mögliche Probleme gegeben hätte. Ja. Wie positiv das dann war, das ist eine andere Frage. Man muss schon ehrlich sagen, bei der Frage, verträgt Österreich einen Bundeskanzler Herbert Kickl? Das ist schon eine Frage, die uns überparteilich alle betrifft und wo ich schon es wichtig fände, dass die Parteien zusammenarbeiten, um das zu verhindern. Ja, aber dann wird einfach aufgrund um unsere Demokratie zu schützen und unseren Rechtsstaat. Also wenn man Herbert Kickl auch angerichtet hat, nur als Innenminister, wenn er das als Kanzler hochskaliert, na dann gute Nacht. Nur Österreich, weil wenn wir Demokraten sind, muss man akzeptieren, dass er Nummer eins wird. Das ist halt so, ja. Er sagt ja viele Themen, die ja dennoch sehr für Österreich sind. Das kann man im Wettbewerb. Aber man kann jetzt im Wahlkampf, im Wettbewerb auch auf die Problematiken hinweisen. Aber wenn er dann Erster wird, dann muss man ehrlich sagen, okay, dann ist es halt so seine demokratische Wahl gewesen. Und dann muss halt der Bundespräsident. Ja, nur wenn dann alle Parteien durchhalten und standhaft bleiben und ihre Aussagen, die sie jetzt treffen, auch dann wirklich einhalten und sagen, nein, mit Kickl nicht. Dann muss die FPÖ ihn austauschen. Weil sie können nicht allein. Aber das Minderheitenregierung, aber es ist ja nicht der Regierung, hält ein Jahr. Aber es ist ja nicht der Wille der Bevölkerung. Das ist ja gerade das Hauptproblem. Österreich befindet sich ja wirklich in einer unglaublich dramatischen Lage. Jetzt Herbert Kickl wahrscheinlich nicht zu Unrecht, er legt so viel zu an Stimmen. Wenn sich da die Parteien dann tatsächlich weigern und sagen, nein, Ecipetsch machen wir nicht, jetzt schau, wo du bleibst. Ja. Sie sollen sich anschauen, was die Menschen bewegt und warum er so einen Erfolg hat und da einfach reinschlagen in die Schneise und was Besseres anbieten. Also Lösungen, die aber nicht aus einer Partei kommen, aus einer Gesinnungshaltung, die absolut antidemokratisch ist und die einfach nicht unseren Werten entspricht. Ja, aber wenn man nicht akzeptiert, dass er dann Erster ist, dann ist es auch antidemokratisch. Das ist eben genau das die Sache. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wenn es mal so weit ist, dann muss man sehr akzeptieren, aber jede Partei hat nach wie vor die Möglichkeit, Nein zu sagen, zu einer Koalitionspartnerschaft einzugehen. Und dann
ist die FPÖ im Zugzwang. Dann hat sie nur mehr die Möglichkeit, irgendeine Minderheitsregierung, eine Hatschede auf die Beine zu bringen oder dann doch sich zu überlegen, nicht einen etwas demokratischeren und rechtsstaatfreundlicheren. Die Geschichte hat uns oftmals gelehrt, einerseits, ob man es jetzt 1998 in Deutschland war, wo Gerhard Schröder zuerst nur Kanzler war und Oskar Lafontaine Parteiobmann war, dass das nicht funktioniert hat und ein Jahr später ist es geworden. 2000 haben wir es gesehen dann mit der Susanne Ries und mit dem Jörg Haider, dass das nicht funktioniert hat. Das wird nicht funktionieren und die FPÖ wird ihn sicher nie austauschen, wenn der 30, 31, 32% macht, der größte Wahlerfolg, den sie im Endeffekt bei einer Nationalratswahl gehabt haben, dass sie den austauscht, das ist utopisch. Ja? Also das wird nie passieren. Das Einzige, was passieren ist, okay, dass es eine Allianz gegen die FPÖ gibt. Nur da muss man auch aus der Geschichte lernen, dass dann meistens dann der verhindert worden ist, dann trotzdem weiter stärker geworden wird und dann ist es die Gefahr. Ja, weil dann diese Opferrolle gut. Ja, aber das ist was oftmals dann passiert. Ja? Ja. Nein, ich würde, die Parteien sind jetzt gut angeraten, nicht auf Kickl draufzuhauen, weil dann beschädigen sie sich nur selbst, sondern einfach diese Leute abzuholen, die eine Lösung für die Probleme, die heute die Menschen beschäftigen, das ist eben die Teuerung und das ist auch die Migration, ja, da die Ängste ernst nehmen, aber Antworten und Lösungen anbieten, die eben nicht diesen braunen rechtsextremen, rechtspopulistischen Beigeschmack haben. Das finden nämlich nicht, das findet der Großteil der FPÖ-Wähler eh nicht gut. Die nehmen das halt hat er das immer noch? Hat er noch immer diesen Beischlag? Also ich glaub, mit vielen schon, Dingen, die er... Naja, er hantiert jetzt damit nicht zur Zeit, ja, weil er mit anderen Themen besser hausieren gehen kann. Er gibt sich schon, Staatstragender jetzt. Ja, natürlich. Ja, aber das ist trotzdem eine Grundhaltung und eine nicht zu verändernde. Ja, das ist beim Herrn Kababler vielleicht auch schwer, auf der Kommunismus. Halt dann, ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist halt auch da der Kommunismus. Ob man das will oder nicht, ist auch. Könnte man drüber reden. Muss man sich entscheiden. Ja. Ja, und wenn er Erster wird, dann hat es die Bevölkerung gern gewollt. Ja. Meins wäre es nicht, aber das ist auch ein anderes Kapitel. Ja. Definitiv ist Babler die linkere Variante von beiden. Das heißt, Sie meinen, egal wie, Meinung Hauptsache demokratisch. Kann man das so sagen? Hauptsache linker, das ist gut. Demokratiebewahrender, rechtsstaatsfreundlicher. Also, weil Kommunist wirklich ein Demokratiebewahrender ist, muss ich jetzt ehrlich sagen, das wage ich zu bezweifeln. Der hat nur gemeint, dass oder Karl Marx ist, Entschuldigung, Marx ist. In der Philosophie. Ich nehme das natürlich sofort zurück, dass es Kommunist ist. Weil also, er ist natürlich Marxist, hat er gesagt, nicht Kommunist. Ja. Ist natürlich auch überhaupt eine spannende Bewegung, überhaupt auch in Österreich, muss man sagen. Ich kenne viele, die im Kommunismus aufgewachsen sind, die gesagt haben, auch da hätten sie niemals gedacht, dass in Österreich so eine Richtung gewählt werden kann. Die haben vielleicht den Kommunismus nicht ganz wie die KPÖ. Naja, aber man muss sich anschauen, Thema, was die KPÖ für Politik haben. Macht. Die macht einfach eine ganz ordentliche, hemdsärmelige, bürgernahe Gerechtigkeitspolitik aber für die sozial nicht so, also weniger privilegierten Menschen. Die überteuerten Wohnungsmieten in Salzburg, der Privatisierungswahnsinn am Wohnungsmarkt und das in Graz auch. Also in Graz. Und sie verzichten alle auf einen Großteil von ihrem Gehalt. Nicht, das ist nicht populistisch, das machen sie einfach als Grundprinzip. Aber war das nicht immer eigentlich oft der Satz, wir nehmen den Reichen, geben den Armen und dann war eigentlich jeder arm? Kann man das nicht... manche, da waren auch im Kommunismus oft immer Reiche, wieder also so schon, nicht, aber ja. Im Endeffekt ist das doch auch also eine ganz andere Thematik, ja. Was überhaupt sich in Österreich tut, muss man sagen, oder? Es gibt viele Sparten. Abschließend ganz noch, wir sind eh schon am Ende der Zeit, Babler, die Chancen, Sie sagen... Wäre auf jeden Fall eine Option? Ja, wenn er einiges richtig macht, hat er eine Chance. Ein Jahr ist noch gute Zeit für ihn. Okay, was sagen Sie? Was passiert? Also natürlich, wie jeder andere kann er gewählt werden, das ist ganz einfach. Aber man wird sehen, was er für Thematiken aufbringt, was er für einen Wahlkampf macht und ob noch irgendwas aufkommt gegen ihn oder man weiß ja nicht, was andere noch gegen ihn in der Hinterhand haben, auch die eigene Partei. Und darüber werden wir dann bestimmt das nächste Mal reden. Ich würde mich sehr freuen. Sehr vielen spannend, Dank für die spannende Diskussion auf jeden Fall. Wir hoffen, es hat auch Ihnen gefallen. Wie gesagt, wir sind damit jetzt zurück mit unserem Programm. Ihnen noch einen weiteren schönen Donnerstag.